Es geht weiter, wie ich vor der Kaffeepause schon gesagt habe, mit verschiedenen Short-Keynotes, die jetzt in die einzelnen Sektoren hineinschauen. Industry, Energy, Mobility, Infrastructure und Smart Standards. Und beginnen werden wir mit dem großen Thema Industry. Unser erster Keynote-Speaker zu diesem Thema ist Assistenz der Geschäftsführung bei Phoenix Contact. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Kelzenberg. Ja, Schwanke, ganz lieben Dank für die netten einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein und einen inhaltlichen Impuls zum DKE Innovation Campus geben zu dürfen. Christoph Kelzenberg, mein Name, Assistenz der Geschäftsführung von Herrn Frank Posseldörken, der heute leider nicht kommen kann, er seines Zeichens Chief Digital Officer ist bei uns bei Phoenix und vor allen Dingen auch Vorsitzender des Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0 ist. Das Thema, Sie sehen es an den Folien, Disruptionsfaktor, Datencontainer. Wir haben heute, insbesondere Herr Schnurr hat das nochmal erwähnt, das Thema Datenlogistik, Datenökonomie, ein zentraler Bestandteil unserer Aktivitäten, gleichermaßen auch in der Plattform. Und darum soll es heute in einem kurzen Impuls gehen. Vielleicht hat sich der ein oder andere die Frage gestellt, die ich gleich einmal aufwerfen werde, wenn Daten das Öl der Neuzeit sind, die werden ja häufig so tituliert, wo bleibt dann ehrlicherweise der Ölboom der Neuzeit? Also wo bleiben eigentlich, und das haben wir eben schon einmal gehört, Industrie 4.0 ist ja schon sehr, sehr lange ein Thema und die versprochenen Produktivitätspotenziale, die bleiben ehrlicherweise in dem großen Maße aus. Also insbesondere dann auch der volkswirtschaftliche Schub, den gibt es so an der Stelle noch nicht. Und vor einem ähnlichen Problem oder vor einer ähnlichen Situation stand man damals, und jetzt komme ich zum ersten Mal zur Analogie, im Kontext der Güterlogistik, also in den 1970er Jahren stand man genau an diesem Punkt, bevor es eben tektonische Veränderungen in der globalen Wirtschaft gab. Und ich denke, dass genau diese Analogie des Containers bzw. des Warencontainers zum Datencontainer für uns alle eine sehr, sehr gute Inspiration sein kann, um die weitere Umsetzung von Industrie 4.0 hervorzurufen und herbeizuführen. Anfangen möchte ich mit einem Beispiel aus dem privaten bzw. Leider funktioniert der Klicker nicht. Machen wir es für den Moment ohne Folien. Aus dem beruflichen bzw. privaten Umfeld. Im Durchschnitt kriegt jeder Berufstätige in Deutschland etwas mehr als 20 E-Mails pro Tag. Wenn wir nochmal die E-Mails aus dem privaten Bereich dazuzählen, sind das nochmal deutlich mehr. Und E-Mails können wir verschicken, ehrlicherweise, an wen wir wollen. Wenn wir jetzt mal unsere Antivirenprogramme ausblenden, kann uns jeder Mensch oder jede Entität eigentlich auch E-Mails schicken. Das heißt, der Aufbau von neuen Datenverbindungen ist an der Stelle sehr einfach. Und sehr einfach heißt sehr kostengünstig und vor allen Dingen auch schnell. Warum? Weil es Standards gibt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre nicht so. Stellen Sie sich mal vor, Vertrag ist unterzeichnet mit einem Geschäftspartner, Sie wollen eigentlich loslegen. Und dann gibt es eine Verlangsamung, weil die beiden IT-Abteilungen sich erstmal zusammensetzen müssen. Sie müssen ein Vorprojekt starten, ein technisches Konzept definieren und umsetzen, wie denn die Kommunikation stattfinden kann, also wie ich E-Mails austauschen kann, wie ich einfache Dateien, einfache Daten austauschen kann und wie ich vor allen Dingen in der heutigen Zeit Videokonferenzen aufsetzen kann. Zum Glück ist das nicht so, denn so ein Vorprojekt kann 8 bis 10 Wochen, vielleicht sogar länger dauern. Das kostet auch einen nicht kleinen Geldanteil. Und dann stellt man sich die Frage, lohnt sich das? Mache ich das dann überhaupt? Möchte ich überhaupt diese Kommunikationsverbindungen aufbauen? Zum Glück ist das nicht so. Zum Glück gibt es Standards, zum Glück können wir quasi ab Tag 1, ab Vertragsunterschrift, können wir kommunizieren. Der Ökonom würde sagen, die Grenzkosten für so eine Datenverbindung, für eine neue Datenverbindung, die sind annähernd null. Wo ist das nicht der Fall? Und das haben wir heute, Herr Kegel, Sie haben es eben ganz eindrücklich gesagt, in Unternehmen und insbesondere, wenn es um Unternehmenssysteme geht, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Dort neue Datenflüsse aufzubauen, dauert lange und ist kostspielig. Und das ist ehrlicherweise ein großer Grund, vielleicht sogar der Hauptgrund, warum das Thema Industrie 4.0 in der Umsetzung noch nicht flächenmäßig ausgerollt ist. Die Daten fließen nicht, haben wir auch eben schon gehört. Stichwort Interoperabilität. Die Systeme sind an der Stelle bedingt, wenn überhaupt, kompatibel. Was muss nämlich gemacht werden? Daten müssen von einem System ausgepackt werden,
Die müssen angeschaut werden, interpretiert werden. Dann packe ich die wieder ein und schiebe die ins neue System. Und das sind genau diese Projekte, diese sogenannten Vorprojekte, die man durchführt, die einfach zeit- und kostenintensiv sind. Warum ist das so? Viele Tätigkeiten müssen durchgeführt werden. Viele Fehler können auftreten. Das heißt, ich muss sehr, sehr umfangreich testen, um die Funktionsfähigkeit abzusichern. Und da sind wir jetzt ehrlicherweise im Dilemma. Viele Industrie 4.0 Ideen, so würde ich sie mal subsumieren, bedürfen einer Vernetzung. Es bedarf eines Datenflusses. Der ist aber an der Stelle nicht immer oder selten vorhanden. Und das ist jetzt das Interessante oder vielleicht auch das Witzige, 40 Jahre nach Beginn der CIM-Ära, Computer Integrated Manufacturing. Eigentlich ist es Wahnsinn, wenn man es so bezeichnen möchte. Die Analogie des Auspackens, ich schaue mir etwas an, ich packe es um, das gab es auch lange in der Güterlogistik. Man kann da sicherlich an die schon Horden an Hafenarbeitern denken, die das eben in den 50er Jahren, 40er Jahren zu Genüge getan haben. Und wir haben sicherlich in unseren Unternehmen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, im puncto Datenfluss, viele solcher digitalen Hafenarbeiter, die eben genau diese Daten versuchen, von dem einen auf das andere System zu packen und dann eben aufwendig auspacken müssen, anschauen, was sind das für Daten, was haben die Formate, um die dann wieder umzupacken. Wie gesagt, in der Güterlogistik ist das eine sehr, sehr treffende Analogie. Da waren wir in den 1970er Jahren genau an der gleichen Stelle, bis dieses schmucke Ding entwickelt wurde, beziehungsweise standardisiert wurde. Sie alle kennen das, den ISO-Container. Den Charme einer Blechbüchse, etwas mehr als 6 Meter lang, zumindest für den 20-Fuß-Container, etwas weniger als 2,5 Meter breit. Über 800 Millionen dieser Container werden jährlich umgeschlagen, weltweit in den Häfen. Das größte Containerschiff, fast über 24.000 dieser Container. Und entsprechende Waren können relativ problemlos von A nach B transportiert werden. Also machen wir es kurz, Aufkleber drauf, sie schicken es weg und die Ware kommt auf jeden Fall an. Was das Interessante ist an der Stelle, diese Container haben nicht nur die Warenlogistik revolutioniert, sondern ehrlicherweise auch zu den globalen arbeitsteiligen Lieferketten geführt. Sie haben dazu geführt, dass China, wenn man es so bezeichnen möchte, die Fabrik der Welt geworden ist. Und wir als Deutschland sind sicherlich auch ein Stück weit Export-Champion geworden durch diese Standard-Container. Ich mache es an zwei Beispielen klar. Wir alle müssen oder laufen zumindest nicht den ganzen Tag und am Wochenende im Anzug oder Kostüm rum, sondern tragen auch mal eine klassische Jeans. Zwischen 80 und 100 Euro dürfen Sie mit rechnen, die Transportkosten für eine Jeans. Und die werden eben meistens in Asien hergestellt, belaufen sich auf 70 Cent. Also noch nicht mal 1% des Verkaufspreises. Ein weiteres Beispiel, San Pellegrino Wasser. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon mal in Los Angeles oder Peking waren, beim guten Italiener, kriegen Sie dort eine Flasche San Pellegrino. Ob jetzt der Transport von Wasser zwischen wasserreichen Nationen sinnvoll ist, da diskutieren wir heute nicht drüber. Aber Sie bekommen genau dieses Wasser und ehrlicherweise auch nicht für 15 Euro die Flasche. Natürlich für einen teureren Preis, aber immer noch akzeptabel. Und das ist jetzt eben das sehr gute Beispiel. Grenzkosten für den Transport von Waren international sind da verhältnismäßig und vernachlässigbar klein. Was hat dazu geführt? Ich habe es hier nochmal relativ plakativ dargestellt. Über 60% des weltweiten Warenstroms werden eben über genau diese ISO-Container abgewickelt. Sei es zu See, über Containerschiffe oder Binnenschiffe oder eben auch über Land, über die Bahn und über die LKWs. Demjenigen, dem wir das Thema zu verdanken haben, ist ein gewisser Malcolm McLean, seinerseits Spediteur und Logistikunternehmer, der sich tatsächlich über dieses sehr langwierige, sehr häufige Be- und Entladen von Waren in den Häfen in Amerika sehr geärgert hat. Er musste damals als LKW-Fahrer tatsächlich extrem lange warten, bis er auf seine Waren, die er eben transportieren musste, zugreifen kann. Und hat glücklicherweise für uns alle das Thema Containerisierung angeschoben. Und der Prozess der Normung, jetzt nicht nur in puncto Container, sondern grundsätzlich, das wissen Sie alle besser, das ist ein Prozess, der geht nicht schnell, der dauert lange. Jeder hat seine unterschiedlichen, ich sage es jetzt mal, Sie nehmen es mir nicht böse, Befindlichkeiten, möchte seine gewissen Themen durchdrücken. Das war natürlich beim Thema Container auch der Fall. Also es gab Container, insbesondere der
Herr MacLean 35 Zoll, das war seine, oder 35 Fuß, das war seine Länge. Es gab wiederum andere Entitäten, die, oder andere Personen, die gesagt haben, naja, wir gehen auf 15 Zoll, wir gehen auf 25 Zoll, was auch immer. Also auch da dieser Prozess der Normung, bis man sich dann mal, und Sie wissen, dass die europäischen mit den amerikanischen Maßen jetzt nicht so einfach verheiratbar sind, hat man sich dann auf die ISO-Norm entsprechend geeinigt. Hat dazu geführt, 1956, das erste Containerschiff, also ein umgebauter Tanker, wurde eben mit Containern beladen und 10 Jahre später die Löschung des Containerschiffs das erste Mal im Hafen in Bremen. Auch das muss ich Ihnen nicht erzählen, im Kontext Normung sind Details wahnsinnig wichtig. Die klassische Europalette mit den Maßen 800 bis 1200 mm passt jetzt genau nicht in so einen ISO-Container, beziehungsweise 2 Stück nebeneinander nicht, da fehlen 9 Zentimeter Innenmaß. Da gibt es wiederum dann Aktivitäten, man nennt es den Pallet-Wide-Container, wo man innen durch gewisse technische Raffinessen nochmal diese 9 Zentimeter rausholen kann und eben 2 Europaletten nebeneinander packen kann und in einen 40-Fuß-Container 5 Europaletten mehr packen kann. Ich bin jetzt kein Logistiker, ich will Sie auch nicht mit den Zahlen nerven, ich will eigentlich nur darauf hinaus, wenn Sie eben 5 Europaletten mehr in so einen Container packen, dann werden diese Grenzkosten für einen Artikel, den ich von Bangladesch nach Europa, von mir aus nach Rotterdam verschiffe, natürlich nochmal deutlich kleiner. Ja, und überall, das ist jetzt, glaube ich, ein eindrückliches Beispiel, wo genau diese Grenzkosten auf ungefähr 0 Euro kommen, gibt es dynamische Entwicklungen. Und ich glaube, da stehen wir jetzt im Kontext der Datenlogistik auch an einem Punkt, dass wir zu diesen Grenzkosten von ungefähr 0 im Punkto Datenlogistik hinkommen müssen. Ich hatte eben die sogenannten digitalen Hafenarbeiter angesprochen, unsererseits laut Phoenix, ich bin ja in dem Bereich entsprechend tätig. Wir haben viele dieser Kollegen, die eben genau sich diese Daten anschauen müssen, umpacken müssen und transferieren müssen und ja, Sie können es, glaube ich, ablesen oder Sie werden mir zustimmen, das ist für uns ein Graus, das würden wir gerne an der Stelle ändern. Was müssen wir also tun? Ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz auf so ein bisschen den Rahmen produzierender Unternehmen nochmal ansprechen, beziehungsweise konkret die Wertschöpfungskette. Hier mal relativ einfach plakativ dargestellt. Wir, jetzt nicht nur Phoenix, sondern auch andere, kaufen Produkte und Dienste ein. Wir entwickeln Produkte, wir müssen sie logischerweise produzieren und dann an den Endkunden oder eben an andere Unternehmen verkaufen. Und wie das dann eben bei IT-Systemen so ist, die werden gekauft, die werden in den Rechenzentren betrieben und ehrlicherweise so ausgewählt nach dem eigenen Gusto, also genau passend zu den eigenen Geschäftsprozessen und passend zum eigenen Geschäftsmodell. Ich nehme jetzt mal große Kernapplikationen wie ein CRM-System, wie ein ERP-System oder ein System zum Thema Product Lifecycle Management. Das sind die großen Brummer, würde man sagen, also Schwergewichte, hochgradig integrierte Systemumgebungen und natürlich haben die ihre eigenen, in sich konsistenten, aber eigenen Datenmodelle. Dadurch, dass jetzt am Beispiel der 3 genannten Systeme, diese Systeme natürlich end-to-end, also häufig über den gesamten Prozess verlaufen und Daten austauschen müssen, gibt es einfach riesige, komplexe Schnittstellen, die wir manuell jeweils oder die Unternehmen jeweils aufbauen müssen. Mehrere 100 IT-Systeme, da steht es, da spreche ich glaube ich nicht isoliert für Phoenix Contact, sondern auch für andere produzierende Unternehmen, dass die natürlich entsprechend gemanagt werden müssen. Und so ein, ich habe es mal gesagt, ein Punkto Datencontainer, wäre natürlich ein charmantes Vehikel in mehrerlei Hinsicht. Dass da auch was getan wurde, und das soll jetzt nicht in meinem Vortrag rüberkommen, dass wir da bisher gar nichts getan haben, zeigt, glaube ich, das Thema Plattform, beziehungsweise der Begriff der Plattformökonomie, der ein Stück weit seit Jahren präsent ist. Es gibt Plattformen, auch da sind wir als Phoenix Contact beteiligt, nennen wir das Thema Engineering-Daten, Cadenas als Beispiel, nehmen wir das Thema Supply On oder Alibaba, wenn es um die Vernetzung mit Lieferanten geht, oder auch Bombcheck, wenn es um ja, das Thema Schadstoffinformationen geht. Wir haben eben viel über Nachhaltigkeit an der Stelle gesprochen. Wir müssen uns als Phoenix Contact und alle anderen Unternehmen auch die Frage stellen, naja, an wie viele Plattformen muss ich mich denn jetzt anbinden, um dort zu partizipieren? Was heißt das für meine Systemlandschaft? Wie lange dauert das? Da kommen wir immer zu. Und was kostet das Ganze? Das Gute ist, dass das Geschäftsmodell eigentlich hinter so einer Plattform genau dem eines Logistikdienstleisters oder eines Datenlogistikdienstleisters steckt. Aber ehrlicherweise, und da will ich auch keinem zu nahe treten, mit der Betonung, das ist noch nicht so, ein disruptives Wachstum konnte bisher dadurch noch nicht verzeichnet werden. Da müssen wir aber eigentlich hin,
weil wir an der Stelle von den Plattformen wunderbar profitieren können. Und wie schön oder wie einfach wäre eine Logistik, jetzt nicht, wenn wir den ISO-Warencontainer hätten, sondern vielleicht den IEC-Datencontainer. Das vielleicht mal an der Stelle als Statement. Nun möchte ich einmal, der Herr Kegel hat es eben schon genannt, die Asset Administration Shell, sicherlich ein zentraler Befähiger auf dem Weg zu einer einfacheren Datenlogistik, einer Datenlogistik, die in die Nähe der Grenzkosten von Null kommt. AAS, zentraler Befähiger, mit dessen Hilfe der digitale Zwilling von physischen Objekten eben erstellt werden kann, sogar eine beliebige Anzahl erstellt werden kann. Und ein paar Vorteile habe ich an der Stelle auf der Folie mal mitgebracht. Ganz wichtig, oben rechts sehen Sie es, die Austauschbarkeit zwischen Firmen durch eine definierte Semantik, einheitlicher Zugriff auf den AAS-Server über standardisierte APIs als Beispiel und, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, in grün dargestellt, einfache Anwendbarkeit auf unterschiedliche Industrien. Also im Kontext der Ausrüsterindustrie, beziehungsweise da sind zumindest viele Unternehmen in der Plattformindustrie 4.0, beziehungsweise beim Industrial Digital Twin Association, IDTA, eben auch schon genannt. Da wird das Thema entsprechend forciert und wir werden gleich, Andreas, in deinem Workshop das Thema Product Carbon Footprint, was eben schon angesprochen wird, werden wir nachher auch nochmal weiter verfolgen. Ja, die Containerhäfen und die Container-Terminals, wie eben schon angesprochen, die kann man, glaube ich, recht analog zu den Plattformen dieser Zeit sehen. Ein notwendiges Kriterium an der Stelle, aber noch nicht hinreichend. Das volle Potenzial, so sind wir der Überzeugung, wird erst entfaltbar, wenn diese Plattformen eben in die automatisierten Prozesse integriert sind und eine Datenanbindung zu niedrigen Grenzkosten realisiert wird. Und da insbesondere die AAS als, ich sage jetzt mal, technisches Vehikel und die IDTA als Organisation da maßgeblich beteiligt. Und da sehen wir natürlich in entsprechender Beteiligung von Phoenix Contact, gleichermaßen aber auch andere Unternehmen, unterschiedliche Aufgaben, die wir gemeinsam lösen müssen. Wir hatten eben den Herrn Staatssekretär da, also Politik spielt da auch gleichermaßen ein Beispiel oder spielt gleichermaßen eine Rolle wie Unternehmen als auch andere Organisationen. Also diese Container-Analogie, wie eben ausgeführt, kann und sollte sicherlich auf die AAS entsprechend übertragen werden. Wichtig ist, wir haben eben, Sie haben es angesprochen, internationale Normung forcieren. Auch das habe ich an der Stelle hier mal plakativ hingestellt. Also die Datenmodelle, die Datenstrukturen müssen an sich mal strukturiert und konsolidiert werden, weil sonst werden wir, glaube ich, zu einer entsprechenden Lösung nicht kommen. Und wichtig ist, weitere Anwendungsfälle im Kontext der AAS auf andere Industrien an der Stelle zu übertragen. Um insbesondere Time to X, sei es beispielsweise eine Time to Market oder wir hatten eben das Thema des Beipackzettels, welcher von uns auch ausgedruckt und mitgeschickt werden muss, um solche Themen eben schnell zu lösen und die Informationen schnell an den Kunden und vor allen Dingen richtig und aktuell an den Kunden zu bringen. Das soll es an der Stelle mit dem kurzen inhaltlichen Impuls gewesen sein. Wer von den Zahlenfeuerwerk meinerseits nicht gelangweilt ist, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer in die Analogie der Güterlogistik einsteigen möchte, kann ich tatsächlich das Buch The Box vom Herrn Levinson empfehlen. Das ist wirklich erstaunlich, wie die Analogie auf das Thema Datenlogistik passt. Sie müssen sicherlich nicht die ganzen 400 Seiten lesen, das ist relativ gut strukturiert. Also in Häppchen kann man sich das Buch auf jeden Fall geben. Und wer weiter ein Interesse hat, der eben angesprochene Herr Possel-Dölken, hat sich auch zum Thema Datenlogistik, ich sage mal salopp, ausgelassen. Da gibt es ein schönes White Paper, habe ich auch an der Stelle physisch mitgebracht. Wer da nochmal Interesse hat, ein bisschen tiefer zu schnuppern und vor allen Dingen nochmal relativ klar zu sehen, was jetzt eigentlich die Aufgabe für Unternehmen, für Organisationen, für Verbände, für die Politik ist, dem sei das an der Stelle nahegelegt. Dann würde ich mich an der Stelle recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, auch an den Bildschirmen und falls Fragen sind, entweder jetzt, falls Zeit ist, oder gerne dann im Nachgang. Dankeschön. Herr Kelzenberg, vielen Dank. Dieses White Paper hätten Sie eigentlich direkt mit so einem QR-Code da machen können. Dann hätten wir das sofort auf dem Handy gehabt. Haben Sie recht, ja. Nächstes Mal. Sie haben schön diese Analogie gebracht zwischen dem 20-Fuß-Container und dem Datencontainer, von dem Sie gesprochen haben. Und da kommt auch schon direkt eine Frage aus dem Homeoffice. Und zwar wird aus der All Electric Society die All Data Connected Society der Datenschnittstellen oder wird es eventuell sogar eine Parallelgesellschaft? Parallelgesellschaft denke ich nicht. Also ich denke mal alles, oder ich bin der Überzeugung, alles das, was wir auch schon im Kontext der Digitalisierung oder Industrie 4.0 machen,
zahlt auf Nachhaltigkeit, zahlt auf die All Electric Society ein. Also das geht eigentlich, das geht Hand in Hand, hat das gleiche Ziel ehrlicherweise. Nächste Frage, Stichwort Datensouveränität. Wer den Inhalt des Datencontainers bestimmt, der bestimmt den Markt, auch politisch? Das ist eine gute Frage. Jetzt könnte ich natürlich sagen, das mache ich ehrlicherweise auch, mal gucken, was die Zukunft bringt. Also wir sind da im Kontext Normung, da müssen wir ran, auch in Verbindung mit der AAS. Welchen Beitrag, also die Politik hat sicherlich einen Beitrag da, inwiefern das inhaltlicher Natur ist, das wird man entsprechend sehen. Ja, ist jetzt nicht die beste Antwort, aber wird die Zeit zeigen. Ich sehe Ihrem Gesicht an, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ist ein Punkt, ja, auf jeden Fall. Zu reden sein wird. Definitiv. Gibt es Fragen hier aus dem Auditorium? Ansonsten ergibt sich bestimmt auch nachher dann in der nächsten Pause die Möglichkeit, mit Ihnen noch weiter das Gespräch zu vertiefen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sehr gerne, Dankeschön.